bei den alten Autos. Das nächste Auto ist ein Willys Woody Wagon von 1934, nachgebildet. Einige Karosserieteile sind sogar noch original von dem alten Willys. Pilotiert wird das Auto von dem Tobias Färber. Wie gesagt, ein 1934er Willys Woody Wagon. Die Leistung gibt er an mit ca. 865 PS. Hat einen 6,4 Liter Motorblock drin. Nach der Viertelmeile, für die er 8,5 Sekunden braucht, ist das Auto schon 261 km/h schnell. Das ist nicht der Stammpilot hier auf dem Fahrzeug, sondern ist einfach mal eingesprungen heute. Hat er wahrscheinlich auch viel Schluss, das Auto mal zu fahren. Jawohl, vielen Dank, Tobias!